Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Und es gab wieder einige Änderungen auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, jo, baust mal wieder ein bisschen um, das Team. Und das habe ich jetzt auch getan. Ich habe mir das Pisa sagen, was wir ja nach der ersten Prüfung gekriegt haben, ins Team geholt. Habe ein bisschen trainiert und habe noch diverse andere Änderungen gemacht. Haben wir noch Katapultra und Snibuna mit ins Team geholt. Und dachte mir, jo, machst du mal. Hab dein Rädchen nebenbei abgearbeitet, der hier neben uns war. Und, also ich war mir so schnell zu trainieren. Gut, unsere nächste Aufgabe ist tatsächlich jetzt die Dünnerpilze zu holen. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen weiter geguckt. Ich weiß auf jeden Fall, wo sie sind. Und das heißt, wir werden sie holen. Übrigens, die Dicta zu sammeln, das lohnt sich eigentlich nicht. Gut, es lohnt sich eigentlich nur bis, glaube ich, bis 100 hoch zu sammeln, weil ihr dann einige coole Pokémon bekommt. Und ja. Aber ich werde sie jetzt nicht explizit alle sammeln, nur wenn ich sie jetzt zufällig finde, dann... Ja, so. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Gut, dann da hoch. Okay, wir sind schon richtig. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das sehe ich mir bitte ein bisschen nach, dass das auch wirklich mal passiert, dass ich hier husten muss. So, gucken wir mal. Ich nehme mal das Fahrrad weg. So, was bist du jetzt? Achso, was mit Buddel, das schon. Hallo, man nennt sich Mr. Buddel. Vielleicht hast du schon mal Partner. Mr. Buddel getroffen. Meine Lieblingsschaufel sozusagen, mein teuer Buddelkumpel. Ohne sie gehe ich gar nicht erst zum Haus, denn Buddel ist meine große Leidenschaft. Sich durch den Boden zu buddeln. Mein Gott. Und jetzt wisst ihr, was einen erwartet. Der reinste Nervenkitzel. Um unsere Begegnung auch Gebühren zu würdigen, habe ich nicht. Übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du mit diesem Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Okay, ja. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach einem weiteren Erz buddeln. Falls am Buddeln allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern, aber wenn du auf der Suche nach Nervkitzel bist, stehe ich zu Diensten. Versuchen wir es mal, ne? Ich kriege mal ein bisschen Glück. Mit Rüstungserz kann man ja neue Attacken sich bringen lassen im Dojo. Ich brauche 5 Stück pro Attacke. Ich habe einen Hammer, glaube ich, sogar beigebracht. Ja, buddeln birgt immer ein gewisses Risiko. Aber oft sieht man im Leben nur da das Licht. Aber in der Zone ist man etwas riskiert. Ja, mal ran an die Schaufel. Oh nein, ich bin auf einen ziemlich harten Stein gestoßen. Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Ernsthaft? Damit ist ein ganzes Rüstungserz leider verloren gegangen. Aber so ist das eben manchmal im Leben. Mal gewinnt mal, man und mal verliert man. Ja. Lass dich nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Super, hat sich ja voll gelohnt. So, okay. Ich guck mal hier so ein bisschen mich durch. Ob's hier irgendwas gibt. Oh cool, Pikachus. Das ist ein weibliches. Das erkennt man an dem Herz und an dem Schweif. Ein Riesenpilz. Das sind aber nicht die richtigen Pilze, ne? So. Was ist das ein? Ah, komm mal, du, Tanja. Ich sammle mir kurz das Item hier. So, ist ein Hypertrank. Kann man immer gut gebrauchen. Warte mal. Ich schalte das nicht mal. Ich weiß gar nicht, was ich denn hab. Ich glaube, ich habe schon einen Exemplar. Ich weiß es aber nicht. Das wäre schon Typ Psycho. So, nein, wir haben es noch nicht. Ah, das sieht ja nicht aus, mit dem Meisterball. Wie wir es mal gerade aus Zug gefangen bekommen haben. Warte, dass es nicht geht. So. Dieser Flo hat als Item ein Giftschwein für Gift-Pokémon für die KP ein bisschen auf. So, jetzt nehmen wir das Schwein runterziehen. Sorry, machen wir uns noch weiter, da wir mal hier durch sind. Im November kommt ja das nächste DLC raus. Irgendwas mit Winter.
Also ihr zahlt quasi 30 Euro für zwei DLCs. Das eine ist jetzt am 17.7. 17.6. rausgekommen und das andere kommt dann im November. Ich weiß nicht genau wann. Am 11. oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was hieß das? Hallo? Was war denn? Das hat keine Lust. Es hat keine Lust drin zu bleiben. Dann halt nicht. Dann bleibt halt da, wo du willst, wenn ich einen Eintrag habe ich. So, Übertrank. Ich muss mal meinen Übertrank ziehen. So. Da ist ein Item. Eine TM oder TP, wie auch immer. Oh, ein Tangolos. Cool. Die TP 78 Lamburge. Das kann ich mal so schlecht eigentlich. Warte mal, kann Dieter vor die lernen? Nee. Kann man Visaflor die lernen? Das ist die große Frage. Natürlich nicht. Schade. Nehmen wir die 200 Watt mal mit. Ach, ein Taxi-Pad. So. Im Netzball sollte das doch kein Problem sein, oder? Natürlich nicht. Wir haben dieses Taxi-Pad ohne Probleme gefangen. Bekommen dafür den Eintrag. Brauchen wir nicht. So. Ein Tarnfin, Junge. So. Weiter, wie geht das? Ist ein Krypton. Was haben wir hier? Du wirst nie und immer glauben, was für einem grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Vor der Watt zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung. Aber du ausnahmsweise. Na gut, dann zeig uns mal, was du hast. Oh, Kangama. Cool. Ein Kangama haben wir gekriegt. Ein Eintritt der Münze dafür. Ah, Unipilz. Genau, jetzt haben wir gesehen, das Tangolos. Da oben ist noch eine Tim und ein männliches Pikachu. Ein Blattschein, cool. So, okay. Dinger, die Pilze sollen ja in einer bestimmten Höhle sein. Die Frage ist, bin ich überhaupt noch... Bin ich auf dem richtigen Weg überhaupt? Scheinbar. Okay. Die suchen nämlich auch hier. Aber hier wurde, gab's ja keine mehr. Die sind ja weggefressen worden, wenn ich das in der Vorschau gesehen habe. Tauros. Oh, ein Sichlor. Ein Sichlor, damit könnte ich tatsächlich... Das ist ein Käfer-Pokémon. Und ist es eigentlich mit jetzt Ballon. Aber dann wollen wir gehen. Oder? Natürlich nicht.
Mutation. Jetzt müssen wir speichern, glaube ich, die Genauigkeit oder die Volltrefferquote oder irgendwie sowas. Was kommt jetzt her? Schade, ich hatte gehofft, nach dem dritten Wackler, dass der das. Probieren wir so einen Nestball. Der ist ja niedriger als meins. Okay. So, okay. Dann haben wir es. Dann haben wir einen Überball. Dieses Sicht war auch ziemlich hartnäckig. Ja, ich bin alles Pokémon vorne ziehen. Das sind nur so Käfer-Pokémon, das ist wäre. So, mal den Giftschock. Das mag ich nicht. Ja, genau, du schreckst aber zurück. Dann halt nicht. Du siehst dich halt. Kann ich also lieber nur an. Jetzt mit Feuerschlag. Natürlich. Schade. Hatte gehofft. Das ist also wie überlebt. Mann, ich wollte das nur haben. Beleber. Dann mal. Beleber drauf. Und dann wechsle ich mal vorne meinen Pokémon. Schade. Hier ein Dragi. Das haben wir ja schon. Ich glaube, das ist die richtige Höhle. Ist das eigentlich in der. Wie ist die Höhle, wo ich hin muss? Aufwärmtunnel. Das ist die Kämpfergrotte, das ist nicht der richtige. So. Warte, da oben nicht noch mit. Carbon. Ich bin super bei. So. Die liegt da, vielleicht mache ich die wieder offscreen. Man kriegt halt coole Geschenke noch. Die Alola Pokémon. Ich hab. Und ich glaube, wenn man dann am Ende. Oh, Wildtank. Ah, ich erinnere mich. Pokémon Silber und Gold. Ja. Yeah. Oh, davon ist offensichtlich doch cool. Ja, das ist mal eins, okay. Ja, man kann sie immer wieder fangen. Das ist. Was ist das hier? Gummimilch. Ach hier, ach. Wie heißt es? Aufwärmtunnel. Da ist es. Da. Und hier mein Dicta. Noch zwei weitere Diktas, die sollten noch hier ohne Probleme zu finden sein. Und da sind übrigens die Pilze, die ihr suchen müsst. Ich nehme kurz nur die Items noch mit, weil hier liegt noch eine coole TP. Und zwar die TP 76 Sandsteine. So. Und hier ist noch ein weiteres Sticker. Und eins müsste noch hier zu finden sein. Also die Brigade hier noch irgendwas. Ein Granitstein. Keine Sorge, ich mache hier gleich weiter. Und das letzte Dicker ist hier. Und dann haben wir diese am
Aufwärmtunnel erledigt und wir gucken auf die Uhrzeit. Ja, machen wir doch. Die machen wir doch fertig. Füll die Dinnerpilze, möchtest du sie einsammeln? Natürlich. Halt, nicht so schnell. Was? Wer? Wie? Wann? Ist er? Ach du. Ja. Ha, da wachsen noch mehrere Dynamo-Pilze, dicht an dicht, wie von mir hervorgesehen. Ja, und ich war trotzdem schneller als du. Meine Psychokräfte haben mich der Existenz dieser Dynamo-Pilze zuerst gewahrlich werden lassen. Wer ist es für? Wer ist zu spät? Wer zuerst erspürt? Mal zuerst? Nein, wer zuerst kommt, mal zuerst. War zuerst da. Geh weg. Solltest du also mir überlassen? Nein, auf keinen Fall. Mit Vernunft kann man bei dir nicht wohl nicht weit. Nein, nur mit Gerechtigkeit. Du bist mir fürwahr ein Dorn im Auge. Du tauchst aus heiterem Himmel auf, jung und selbstbewusst, als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Du willst mir Steine in den Weg legen? Ha, hast mich zu demonstrieren, wozu Psycho-Attacken alles fähig sind. Naja, versuchen wir es nochmal. Du fängst mir alles weg, mal an. Ist es so ein Typ? Psycho-Gift? So, wir nehmen uns das. Lecken wir mal vor. Level 62 bist du. Oh, hast du Fusion? Dann nehmen wir mal mit. Level 76, lieber Look. Du hast noch ein Kadabra. Oh Gott. Ja, du bist Drache Geisel und ich hab nur Drachenattacken. Ein bisschen weiter mit dem Niveau, da sollte Kadabra nicht viel machen können. Und dann gehen wir auf den Nachtdieb und dann müsste das Kadabra. Das Problem erledigt dann. Erledigt. Jawohl. Was? So verschämtes Früchte. Brauche ich gar nicht, diese Attacke nur einzusetzen. Brauche ich nicht, weil du glaube ich besiegt bist. Du hast noch irgendwas. Da lag bei 75. Fleck nur einen hast du noch. Gut, dann probieren wir das halt nochmal. Oh, ja, hatte gesagt, ich soll sie nicht nochmal einsetzen, ne? Ich habe ja noch mal andere Attacken gemacht. Und zwar nehmen halt Ice Heat. Jetzt machen wir das auch weg. Wenn meine Pokémon diese Lücke hätte, wäre das kein Problem gewesen. Aber so machen wir das doch einfach mal kurzerhand platt. So. Fällt schon raus. Wieso will mir einfach kein Sieg gelingen? Woran hapert es denn bei mir? Deine Pokémon sind einfach scheiße. Einfach. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich hätte dir mal ausschauen nach Exemplaren mit etwas mehr Eleganz. So, dann nehmen wir uns die Pilze mit. So. Was? Hallo, wie kommst du mit der Prüfung voran? Ganz einfach. Pass, du hast schon drei deiner Pilze aufgespielt? Sag bloß, deinen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein einziges Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab an sich schon Rückweg. Bis gleich. Genau, das machen wir dann aber wirklich in der nächsten Folge, weil ich würde gerne hier mich mal noch ein bisschen umgucken, weil schau mal, gibt es hier nochmal coole Pokémon. Und ja, da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen was zu sehen. Wir sind dann in der Wüstensenke und die gucken wir uns halt, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.